Ja, hallo und willkommen zurück zum täglichen Training von Nintendo Badge Arcade. Bobby ist auch wieder mit dabei, ich hoffe ihr auch. Hier ist das heutige Trainingskranspiel. Obwohl Yoshi auf so einem Wollknäuel balancieren kann? Viel Spaß beim Üben. Hatten wir das schon mal? Mir kam der Spruch eben so bekannt vor. Ja, also hier ist es ja offensichtlich, was wir machen müssen. Wir müssen links versuchen etwas zu greifen, dass halt hier rechts die ganzen Badges runterfallen. Und ich denke, entweder versucht man sich halt das Ei oder halt den Yoshi zu greifen. Ich versuche sogar hier so reinzugreifen, dass ich dann den Yoshi bekomme, während das Ei nach rechts fällt. Und dass hier dann schon mal ein bisschen aufgeräumt wird. Probieren wir gleich mal aus. Wobei, nee, ich glaube, das Ei, das fällt sogar vorher runter, wenn man sich hier so die Höhe mit der Linie anschaut. Meine Stimme versagt, verdammt. Okay, probieren wir einfach mal aus. Na, das Ei ist doch nicht so gefallen. Aber es klappt trotzdem so, wie ich es mir vorstelle. Den Yoshi dürfen wir eigentlich haben, ja. Hat er gut gegriffen. Na hopp. Alles klar. Gut, dann greifen wir uns den Poochie, oder Schnuffel heißt er ja, glaube ich, im Deutschen. Den Hund von Yoshi's Island. Na? Na gut, hat trotzdem noch geklappt. Sehr schön. Ja, und dann schnappen wir uns den rennenden Yoshi mit Reifen an den Füßen. So. Na, viel zu früh losgelassen. Das was wird, ich glaube ja nicht. Na, vielleicht. Ah ja, okay, gut. Alles klar. Muss natürlich noch fallen. Ja. Springt da runter. Dann machen wir das Ganze natürlich nochmal mit dem Yoshi hier. Go, go, go. Ja, so hätte ich vorhin das besser machen können mit dem. Oh, das war knapp. Das ist immer so eine schwierige Sache, wenn die Badges fallen, während man sie versucht zu greifen, dass der, ja, dass er halt noch im richtigen Moment greift. Ja, das sieht doch gut aus heute. So, dann greifen wir uns noch Schnuffi und dann, oder Schnuffel. Hab wieder viel zu früh losgelassen, verdammt. Aber das geht, jetzt klappt, alles klar. Also wie man hier sieht, man braucht mindestens 3 Versuche, damit man den Kran komplettiert. Allein wegen dem Yoshi hier. Weil ich denke mal, wenn Schnuffel hier noch liegen würde, wäre es schwierig, hier den, ja, den Yoshi zu greifen. So, haben wir vielleicht einen extra Versuch. Wir haben auf jeden Fall 2 Versuche, ja. Alles klar. Freut mich. Na, Bobby, zeigen wir uns mal unsere heutigen Kräne. Da stapft er hin. Stapf, stapf, stapf. Yay. Hallo. Ja, wenn die Kamera irgendwie... Ja, das wird unscharf, weil sie auf mich fokussiert und nicht auf den 3DS mehr. Ja, wie man hier sieht. Ich glaube, ich habe das damals auch einmal mit einem Versuch gemacht. Und dann habe ich hier halt, ja, die 2 habe ich liegen lassen müssen, weil ich keine Versuche mehr hatte. Aber was spielen wir denn heute? Hier könnte ich mir eigentlich auch vorstellen, dass wir hier so reingreifen, dass wir halt links und rechts die Pokémon runterwerfen und in der Mitte halt den... Ja, ich habe immer noch nicht nachgeschaut, wie das Pokémon in der Mitte heißt. Das könnte man auch spielen, aber ich glaube, das wäre maximal nur möglich, mit einem Versuch 2 zu bekommen. Also, dass wir hier rein so reingreifen. What? Was ist das denn? Da fällt das Ding einfach um, okay. Also, ich habe nichts vorher gemacht, Leute. Ist einfach so runtergefallen, okay. Ja gut, ne, Geschenk ist Kultula. Ich wollte eigentlich sagen, wenn wir hier so reingreifen, dass dann halt hier die, ja, die Rubine rechts runterfallen und dann halt vielleicht noch das goldene Kultula-Abzeichen da mit trifft. Aber wenn es nur so runterfällt, gut. Ich beschwere mich nicht. Oh Mann. Hier ist übrigens halt auch schwierig. Also ich meine, wenn man hier reingreift und vielleicht die 2, Rubine rausholt, dass man dann vielleicht die Möglichkeit hat, beim zweiten Versuch hier den Schlüssel zu bekommen. Schwieriger wird halt eher sein, hier den roten Rubin zu bekommen. Oh. Das könnte man auch mal wieder spielen. Ich glaube, das habe ich einmal versucht, also hat es nicht so geklappt. Ich könnte mir aber fast vorstellen, dass man das mit einem Versuch schaffen könnte, alles abzuräumen. Also halt so, dass man hier irgendwie ja, so speziell reingreift, irgendwo hier, dass die halt nach rechts oder nach links rutschen, dass dann ja die unteren berührt werden und dann runterrutschen, weil das ja aus Eis besteht. Gucken wir erstmal weiter.
Das wäre eigentlich auch eine Idee. Ich denke mal, entweder hier reinwerfen, dass halt die zwei Berges runterfallen, oder versuchen drüber zu gehen und hier reinzuwerfen, dass dann halt hier die, ja, die Berges von unten nach oben geschossen werden. Wobei ich nicht weiß, ob das funktionieren wird. Oh, ja. Hier sind halt immer wieder die Sachen, bei denen wieder nur ein oder zwei Marken fehlen. Ja, hier zum Beispiel. Ich denke mal, hier müsste man, glaube ich, ja, entweder hier oder hier versuchen reinzugreifen, damit man den, zumindest den, ja, den Luigi bekommt, weil die Wasserfelder, die müssten eigentlich von alleine fallen, je nachdem, wie weit man dran ist. Ja, unser anderes. Das könnte man eigentlich auch versuchen. Ich bin hin und her gerissen zwischen dem und dem, ja, dem einen Flaschenlevel. Wobei man ja hier sagen müsste, zwei Versuche, einmal hier reingreifen, einmal da reingreifen und dann, wenn man irgendwann mal einen anderen Versuch hat, dass man den Bowser mit runterwirft. Ich versuche das hier. Dann versuche ich erst den Mario zu greifen. Vielleicht hält ja der Kran das Ganze auch richtig fest, dass dann halt ja das Ganze beim nach rechts heben den Bowser berührt und dann haben wir noch den Luigi und dann könnte man das komplettieren. Hoffe ich mal, dass es so klappt, wie ich mir vorstelle. Na? Na komm, greif das Ding raus. Ah, okay, leider doch nicht so geklappt, wie ich mir vorgestellt habe, aber wie gesagt, man könnte ja im schlimmsten Fall dann hier zwischen reingreifen und dann hätte man das Ganze ja auch. Gut, dann greifen wir nochmal den Luigi. Ich hoffe, das funktioniert. Na. Och nee. Na komm, schwing noch ein bisschen nach links, ein bisschen mit Bowser berührst. Nee, leider nicht. Leider nicht. Ich glaube, da hätte ich ein bisschen weiter rechts greifen müssen, dass der Kran halt, ja, mehr hier steht und beim Hochgehen dann halt es runterschiebt, anstatt dass es greift. Ja, aber immerhin neue Badges. Das eine war ja geschenkt. Keine Ahnung, fragt mich nicht. Vielleicht müsst ihr mal gucken. Könnt ihr mir sagen, ob bei euch das einfach so runtergefallen ist? Hab mich doch sehr gewundert. So, gut. Ne, kein Freiversuch. Also kein gekaufter Versuch, eher gesagt. Gut, dann hoffe ich, euch hat der Part gefallen. Ich bedanke mich auch wieder fürs Zusehen und dann sehen wir uns morgen um die gleiche Zeit. Ciao, ciao.